Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Ja, den Gassenhauer der Nation, Let's Play Minecraft. Ja, oder auch nicht. gut, wir sind in einer neuen Aufnahme. Unsere beiden Katzen hier sind auch wieder am Start mit dabei. Natürlich machen wir keine Aufnahmesession ohne unsere Katzen und ich rede hier einfach nur mal Dünnpfiff. Um jetzt erstmal zu gucken, wo waren wir denn stehen geblieben? Eieieiei, unsere Ausrüstung, was denn damit passiert? Ach du Scheiße, die ist ja ziemlich im Teich. Da müssen wir uns ja bald was Neues machen. So, wir haben hier wohl fleißig abgeerntet. Genau, ich erinnere mich, wir hatten ja diese schöne Schlachtparty gehabt. Bei uns hinten am Gehege. So, dann legen wir erstmal hier ein bisschen was ab. Wo hatten wir die lecker Häppchen gehabt? Da haben wir einmal rohes Fleisch. Ach ja, da haben wir ja auch überall rot. Komm, die knallen wir hier einfach erstmal irgendwo rein. So. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal... Okay, das halten wir erstmal einen Moment fest. Wir machen jetzt Folgendes. Was machen wir denn? Erstmal hier die Sachen ablegen. Vom Schlachtfest noch. Steinschwert. Das legen wir dahin. Hier haben wir erstmal wieder unser tolles Diamantschwert. Wir haben hier die Eisenspitzhacke. Steinschaufel. Eisenspitzhacke als Ersatz. Da haben wir dieses. Da haben wir jenes. Gut. Dann schauen wir mal. Haben wir hier noch was in den Öfen drin? Nein, das sieht nicht so aus. Gut. Hier haben wir Seerosen. Die können wir jetzt mal ruhig schon mal hier verpflastern. Ach komm. Wir nehmen die mal hier alle mit. Schauen wir mal eben, wie weit wir damit kommen. So, und was vor allem hier wichtig ist. Wir brauchen diese Seerosen natürlich. Was heißt brauchen, aber es ist wirklich erheblich besser. Die legen wir nämlich jetzt hier übers Wasser. Das werdet ihr euch wahrscheinlich schon gedacht haben. Dann fallen da keine Sachen von der Ernte mehr in den, ins Wasser rein, in den Wassergraben. Und wir müssen da anschließend nicht mehr entlanglaufen. Jetzt würde ich sagen, machen wir das mal als allererstes hier beim Weizen. Da sind wir ja schließlich auch ziemlich oft dran. So, dann pflastern wir hier jetzt erstmal die Seerosen hin. Dann ist dieser Wassergraben schon mal safe, dass hier kein Weizen oder Seeds mehr reinfallen. Weil immer hier durch den Wassergraben hier durchwarten, ja, so wie so eine Kneippkur mit den Füßen hier durchs Wasser. Gurken, ja, es gibt Schöneres. Sagen wir es mal so. So, jetzt gucken wir mal eben. Wir hatten ja doch fleißig gesammelt auf unserer letzten Tour. Inwiefern das jetzt reichen wird, werden wir sehen. Und gleich wird es schon wieder dunkel. Aber egal, wir machen jetzt trotzdem weiter. So, hier sind jetzt schon, hier ist jetzt fast ein Stack schon draufgegangen. So, und dann würde ich sagen, machen wir als nächstes hier direkt. Hier haben wir ja nirgendwo Wassergräben noch. Genau, hier ist jeweils nur der in der Mitte. Das reicht auch aus. Somit sparen wir uns wieder so ein paar Rosenblätter. Man hätte natürlich jetzt optisch links und rechts auch noch einen Wassergraben hinmachen können, aber ist ja nicht wirklich notwendig. Ein so ein Wassergraben bewässert ja vier Felder Acker. So, da sieht man mal, hier haben wir natürlich nicht ganz so viel gebraucht wie da hinten, weil die Felder ja hier kürzer sind, zum Glück. Mensch, sollten wir es doch noch schaffen, irgendwie alles zu kriegen, aber ich glaube eher nicht. Hier würde ich sagen, ist erstmal uninteressant, weil die Sachen fallen ja nicht seitlich in den Wassergraben, ebenso wenig wie da. So, wo eigentlich auch noch ganz wichtig wäre, wäre hier beim Zuckerrohr. Hier haben wir nämlich allerdings gleich zwei.
lange Wassergräben. Das heißt, es wird eng hier mit unserem Rosenbedarf. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ah, dann können wir demnächst hier auch so richtig schön öfter mal so zwischendurch abholzen hier. Der Vorteil ist ja nun mal halt hier beim Zuckerrohr, dass wir nichts nachpflanzen müssen. Solange wir nur, ja, die unterste, das, ja, den unteren Teil vom Zuckerrohr stehen lassen und nur die oberen Beinteile abbauen. Dann ist alles easy. Okay, das haben wir zu. Gut, diesen Wassergraben oder diesen Wassergraben hier, den werden wir auf jeden Fall auch noch komplett abdecken können. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir schon mal den Weizen fertig. Also beim Weizen fällt den Wassergraben. Bei den Karotten und auch hier beim Zuckerrohr. Das sind schon mal die wichtigsten. Von daher ist es echt gut, dass wir welche eingesammelt haben. Scheiße, jetzt sind wir beim letzten Stack, den wir haben. Ja, und dann haben wir ja noch so zwei einzelne noch im Inventar. Können wir jetzt mal eben drauflegen. Oh Gott, 52 nur noch. Gut, aber das haben wir. Weitere Felder da haben wir nicht. Wo die natürlich noch interessant sind, später hier beim Kartoffelfeld. Was wir ja immer noch nicht anbauen können, weil uns die Kartoffeln fehlen. So, jetzt mache ich aber so ein bisschen hier so gleichmäßig, dass wir hier so ungefähr den gleichen Abstand haben. Ach, guck mal an, irgendwas muss hier drüber gelatscht sein. Ich weiß nicht, ob wir das waren. Beziehungsweise ja schon gehüpft sein. Weil da ja kein Ackerboden mehr ist. So, gucken wir mal. Wie weit wir hier kommen. So, hier noch was hin. So, jetzt machen wir hier nicht mehr päpstlicher als der Papst. Halbwegs gleichmäßig wäre natürlich schon gut. Es wäre natürlich auch gut, wenn wir noch bis hinten hinkommen. Das kommen wir auf dem letzten ganz genau. So, ja, das sieht doch gut aus. Eigentlich brauchen wir nur noch hier dieses Stück. Wie gesagt, alles andere ist nicht so wichtig. Super. So, ich würde mal eben sagen, damit wir das hier nicht ganz so umsonst haben. Wir haben doch hier noch 36 Weizen. Kommt hier, macht Liebe. Genießt die Nacht. Und vermehret euch. So, schön. Aha. Hier scheinen mir jetzt doch noch ein paar Kugeln zugeflogen zu kommen. Wobei ich bezweifle, dass wir alle kriegen. Je nachdem, wo hier die... wo der Nachwuchs produziert wird. Ach, egal. Ist jetzt auch... Wo kommst du denn her? Bestimmt außerhalb des Zauns entstanden, wa? Stimmt. Hier können wir ja auch eigentlich schon wieder bald zu Werke gehen. Ich will aber mal eben... Halt. So, hier, komm. 7 Möhren. Ist natürlich jetzt auch nicht der Rede wert. Aber, ne? Immerhin hier. Ja, und das war's auch schon. So, komm, aber die Eier sammeln wir nochmal eben schnell ein. Oh, da oben ist ein Zombie. Naja, jetzt hat er uns wohl angepeilt, aber kann ja eh nichts machen, der kleine Bettnässer. Wir sind ja hier soweit safe hier am Zaun. Gut. Dann lasst mich mal wieder raus, ihr dummen Hühner. Ich weiß, ihr wollt immer sofort raus, sobald es aufgeht. Ja. Ich will auch einen Audi A8 fahren, beziehungsweise einen Audi S8 fahren und fahre ihn auch noch nicht. Also, solange das so ist, könnt ihr hier, ne? Auch drin bleiben. So, was haben wir denn hier noch? Ja, so ein paar Eierchen. Da guckt der blöde Zombie da hinten mit seinem Kürbiskopf. Hier, einmal Großaufnahme. Bläh. Okay. So, komm. Auch eben einmal nochmal schnell Eier ansammeln. Ich will mich jetzt nicht immer ständig so viel hier aufhalten bei den Tieren, aber gut. Das gehört auch noch mit dazu und ich versuche es aber jetzt so kurz wie möglich zu halten.
Aber wir können ja schon wieder die nächsten Vorbereitungen treffen. Für unser nächstes Schlachtfest. So, und deswegen machen wir das mal eben. Ja, ja, genau vorm Tor. So. Ups, ach, zu früh umgeschaltet. Da haben wir noch drei Eier über, die kommen jetzt gleich sofort weg. So. Zack, da sind die auch weg. So, was haben wir jetzt noch aufgesammelt da hinten? Ach, das war ja gar nicht so viel. Wahrscheinlich haben wir kurz bevor, ja, in der letzten Folge wahrscheinlich noch die letzten Eier aufgesammelt. Und die Welt ist ja schließlich in der Zeit nicht aktiv. Denn ihr seid hier die ganze Zeit live dabei. Ja, mal wieder hier so ein einzelnes Ei hier von den Hühnern, die hier so rumlaufen. Aber die machen wir erst beim nächsten Mal kaputt, wenn wir wieder unsere Steinschwerter dabei haben. Ja, das geht. Mein Gott, jetzt haben wir hier schon Tiere ohne Ende. Ach, obwohl, das wird mir ein bisschen viel hier. Da habe ich jetzt auch mal eben kurz unser kostbares Diamantschwert genommen, unser verzaubertes mit dem Schärfegrad 3. So. Hier haben wir ja schön ausgeleuchtet. Hier dürften wir relativ sicher sein. Die Betonung liegt auf relativ. So ganz sicher kann man sich ja nie sein. So, und jetzt fehlen uns hier zwei halbe Toastscheiben. Da essen wir ein Brot und sind voll aufgefüllt. So, und dann würde ich sagen, gute Nacht, Marie. Wir schlafen erstmal eine Runde. Wow, das war eine lange Nacht. Guten Morgen, guten Tag. So, wie sieht's hier aus? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, oh, was wir aber jetzt doch mal eben machen müssen. Da hatte ich mich jetzt die letzten Male ein bisschen vorgedrückt. Ach hier, das Schaf, das frisst hier. Ah, jetzt, das wäre wirklich beknackt, wenn wir es nicht machen würden. Jetzt ernten wir aber doch mal eben ganz kurz hier den Weizen. Und jetzt geht's aber schneller. Erstmal aufgrund unserer speziellen Ab- und vor allen Dingen Anbautechnik, die wir ja hier entwickelt haben. Gerade die Anbautechnik geht ja ratzefatze. Und vor allem jetzt, wo wir ja hier auch noch den tollen Wassergraben zu haben, geht das auch nochmal viel schneller. Das heißt, die Zeit, die wir jetzt hier zum Ernten brauchen, die ist definitiv verschmerzbar. So, jetzt hauen wir hier alles weg. So, und dann könnte ich eigentlich, ja, jetzt noch nicht, aber gleich, beziehungsweise in der nächsten Folge, kann ich ja dann eigentlich hier schon mal so ein kleines Thema auch noch anschneiden. Aber das lohnt sich nicht jetzt noch anzufangen, weil die Folge ja nicht mehr ganz so lange hier jetzt gleich geht. So, und jetzt werden wir es mal sehen. So. Und dadurch, dass die jetzt nicht mehr ins Wasser reinfallen, sammeln wir das ja nach Regel auch direkt auf. Also die ganzen Sachen, die jetzt auf die Seerosenblätter drauffallen, ja, müssten wir in der Regel eigentlich schon direkt mit einsammeln. Ganz praktische Sache. So, da. So, da haben wir, glaube ich, alles mitgenommen. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, und ich habe mir natürlich auch nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, eventuell, ja, demnächst hier vielleicht nochmal ein paar Gäste reinzuholen. Da bin ich allerdings noch am Überlegen, wie ich das am besten mache mit den Gästen. Weil jetzt, beim letzten Mal die Gäste, die haben wir da jetzt angefangen, ein nettes Häuschen zu bauen. Ein völlig neues Designkonzept haben sie ausprobiert und ja, dann mal gucken, ob das vielleicht auch irgendwann dort mal weitergeht. Ja, und mit anderen Gästen, da muss ich mir jetzt wirklich Gedanken machen, wie ich das mache. Es wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt überall so, ja, so leicht angefangene Bauprojekte haben. Die dann letztendlich irgendwie erstmal längere Zeit wahrscheinlich nicht weitergemacht werden.
Von daher, ja, ich bin am Überlegen. Ich werde mir da aber was einfallen lassen. Und sobald ich da eine Idee habe, werde ich mir auch wieder neue Gäste einladen. So, und jetzt setzen wir hier erstmal diese ganzen lustigen Seeds ein. Und hier kommt jetzt unsere neu entwickelte Pflanzmethode zum Tage. Und man sieht, es geht ratzefatze. Überhaupt kein Thema hier. So, nächster Stack. Und so geht das doch hier. Rasend schnell mit dem Bepflanzen. So, und jetzt haben wir ja auch schon so einige Slimeballs haben wir jetzt zum Glück ja schon gekriegt. Ach, und übrigens, jetzt kann ich mich auch hier ganz gefahrlos bewegen, denn wir können ja nicht mehr ins Wasser reinfahren, in den Wassergraben.